Ganz genau so ist es, Jeanette Clark, denn bei uns ist der scheidende Parteivorsitzende der Grünen, der Vizekanzler und der Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister, langer Titel. Wir haben Sie heute in der politischen Rede ja gerade mit Ihrer Parteikollegin Annalena Baerbock, der Außenministerin, gehört. Das war für mich eine sehr nachdenkliche Rede. Ist da auch ein bisschen Wehmut heute dabei, wenn Sie sich heute verabschieden von der Spitze der Grünen? Nein, keine Wehmut. Es waren intensive 4 Jahre. Nicht die schlechtesten, die die Partei je gesehen haben. So, und jetzt habe ich eine andere Aufgabe, oder wir alle eine andere Aufgabe, aber wir leben natürlich in einer Zeit und wir regieren in einer Zeit, wo einem nicht nach Feiern und Konfetti zumute ist und mir auch nicht. Das ist eine volle Konzentration da und dann kann man da auch nicht switchen zwischen dem Regierungsamt oder dem Bundestag und dem Parteitag. Den Eindruck hatte ich auch, als ich Sie heute und vor allen Dingen auch diese Woche beobachtet habe, Vorstellung Jahreswirtschaftsbericht, dann kam eine Meldung, die kommentiert worden ist, Chaos im Wirtschaftsministerium. Die Rede ist von der Abschaffung der KfW-Förderung für energieeffizienten Gebäudebau. Das sind sicherlich so Themen, die Ihnen jetzt so direkt im Regierungsalltag begegnen. Wie schwer ist es da umzuschalten und dann eben, Sie haben das ja angesprochen, Kompromisse zu finden, die ja so wichtig sind in der Politik? Nicht schwer, gar nicht schwer. Es sind natürlich manchmal unangenehme Entscheidungen, von denen man froh wäre, sie nicht treffen zu müssen, aber ich bin ja nicht Minister geworden, um keine Entscheidungen zu treffen und habe einen Amtseid geschworen und der heißt dem deutschen Volke und das heißt eben im Zweifelsfall dann auch keine Rücksicht auf das eigene Klientel oder auf Einzelinteressen zu nehmen, sondern dem deutschen Volke, dem Land zu dienen. Und das bedeutet mir was. Das habe ich nicht nur so gesagt und ich schiele bei den Entscheidungen nicht auf Popularität, sondern will jetzt das Beste, was ich kann, in dem Amt mit dem Besten, was ich kann, das Amt ausfüllen. Gleichzeitig entsteht natürlich auch der Eindruck, jetzt gerade auch mit Blick auf diese Woche und diesen Themen, dass die Menschen merken, okay, beim Thema Klimaschutz, da wird es teurer. Das Thema der Inflation ist auch ein ganz großes. Jetzt solche Maßnahmen, wie schwierig wird es denn dann vielleicht auch für die Erreichung von Klimazielen, dann auch Überzeugungsarbeit leisten zu können? Na, erstmal wird es am Ende durch die energiepolitischen Maßnahmen billiger. Die erneuerbaren Energien sind günstiger als Gas und Kohle. Und was wir im Moment erleben, den starken Anstieg der Preise, ist ein Anstieg im fossilen Bereich. Und wenn wir jetzt Kohle abschalten, perspektivisch, dann mit 2030 mit einem ehrgeizigen Ziel und stark die Erneuerbaren ausbauen, brauchen wir Gaskraftwerke, um die Lücken aufzufüllen, aber wir brauchen sie nicht in der Menge, wie wir Kohle brauchen. Das heißt, es wird insgesamt günstiger werden, nur die Transformation jetzt und diese Phase nach Corona, eine anlaufende Weltwirtschaft, hohe Spekulation, Krise und Krieg in der Ukraine, Russland, die den Gashahn relativ eng hält. Das ist eine Zeit, wo die Preise durch die Decke gehen können. Sie haben darauf hingewiesen, was einen Preiseffekt hat auf die derzeitigen Energiepreise. Ein anderer ist natürlich auch die Bekämpfung des Klimawandels, die Besteuerung beispielsweise auch der fossilen Brennstoffe. Das spüren die Menschen jetzt. Was wollen Sie tun, dass da Entlastung geschieht? Weil das trifft im Zweifel jeden Einzelnen nachher in seinem Geldbeutel. Ja, die Preise sind hoch und sie sind zu hoch. Das ist in der Tat so. Wir machen jetzt als ersten Schritt, so schnell wie es geht, die Abschaffung der EEG-Umlage. Das sind dann pro Kilowattstunde nochmal über 3 Cent, die es runtergeht. Der erste Schritt ist ja schon im letzten Jahr geschaffen worden. Aber das muss man ehrlicherweise zugeben, das ist eine Absenkung bei ansteigenden Preisen. Wir dämpfen damit den Preisanstieg, ehrlicherweise. Wir werden weitere Maßnahmen noch beraten. Die sind aber immer sehr, sehr kostenintensiv. Energiepolitisch spricht da gar nichts gegen, weitere steuerpolitische Schritte zu unternehmen. Aber sie müssen eben im Haushalt abgebildet werden. Und wir haben die Schuldenbremse. Das ist dann immer die Grenze dafür. Man kann aber sozialpolitisch bei denjenigen, die es am bedürftigsten haben, sofort helfen. Wir werden den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld erhöhen. Der Mindestlohn wird eingeführt werden. Wir werden eine Kindergrundsicherung einführen. Also jenseits des Energiemarktes passiert weiteres. Aber wir brauchen auch noch Reformen am Energiemarkt. Sie haben das auch in dieser Woche klargemacht beim Thema der Streichung der EEG-Umlage und vorgerechnet, dass da eine Einsparung von möglichen 300 Euro pro Familie möglich ist. Da gibt es einen, die gesagt haben, so viel ist es am Ende des Tages doch nicht. Also deswegen nochmal konkret, wann kommen denn diese Dinge? Weil das ist ja etwas, was die Menschen tatsächlich interessiert. Ja, die 300 Euro beziehen sich auf die volle Summe, die wir mal hatten. Und es ist ja in 2 Schritten abgeschmolzen worden, also die Abschaffung der EEG-Umlage vom Status quo bringt dann ungefähr beim 4-köpfigen Haushalt 300 Euro, so rechnet man immer. Das ist aber natürlich
vom Strombedarf des Haushalts abhängig. So, das ist natürlich, in normalen Zeiten wäre das eine sehr, sehr große Entlastung gewesen, nur steigen jetzt die Preise an. Wir sehen an den Märkten, dass die Spekulation auf das Jahr 2022 den Preis bei Gas vergleichsweise hoch hält und dann in 2023 es wieder runtergeht. Das wird man wohl so übersetzen, die Märkte denken, in diesem Jahr gibt es Ärger mit Russland, vielleicht kein Krieg, aber wenig Gas und im nächsten Jahr wird es dann irgendwie besser werden. Also die Preise werden auch wieder runtergehen, jetzt im Moment sind sie zu hoch, wir werden aber kurzfristige Maßnahmen darüber hinaus ergreifen. Wenn ich genau hingehört habe bei Ihrer Rede und bei der Rede von Annalena Baerbock, da haben Sie ja auch der Basis hier auch nochmal gesagt, wie wichtig die Kompromisse sind. Sie werden auch Ihren eigenen Parteimitgliedern viel zumuten müssen, auch in der Regierungsverantwortung. Kompromisse ist ja da das Stichwort. Gleichzeitig haben Sie hingewiesen, dass eben auch das Teil dessen ist, warum Sie regieren wollen. Aber was glauben Sie, was kommt jetzt auch in dieser neuen Situation auf Sie und Ihre Partei zu? Das ist nach 16 Jahren Opposition durchaus auch etwas, wo es noch ziemlich viele Brücken in die Partei braucht bei diesen Vermittlungen, Kommunikation der Dinge, die Sie umsetzen wollen. Ja, glaube ich nicht. Ich sehe das komplett anders. Natürlich werden kluge Journalisten immer bei 120.000 Mitgliedern jemanden finden, der sagt, aber ich sehe das anders. Das wäre ein Wunder, wenn nicht. Und wenn ich ein kluger Journalist wäre, ich wüsste auch immer genau, wen ich anrufen sollte. Sie würden aber auch immer 110.000, 120.000 andere finden, die sagen, es ist genauso richtig und so muss man das eben machen. Die Partei ist ja nicht seit 16 Jahren in der Opposition, sondern wir sind in zweistelligen Zahlen in die Landesregierung. Das ist eigentlich das, wo die Menschen hingucken. Wir haben Oberbürgermeister, Landräte. Das ist das, wo sich die Partei drüber formiert. Klar, auf der Bundesebene nicht, aber die Partei kennt das Regieren und ist stolz darauf. Wir machen ja Kampagnen für Winfried Kretschmann und für die Kolleginnen und Minister, weil sie Minister sein sollen. Da gibt es kein Lerndefizit. Ganz im Gegenteil. Man muss einmal noch aussprechen und sich klar machen, dass man mit 14% oder was immer wir dann haben, 14-20% eben nicht die Mehrheit in Deutschland hat. Und dass eigentlich niemand die Mehrheit hat, sondern die Demokratie in Deutschland funktioniert, indem alle voneinander was fordern. So, und wenn wir von anderen was fordern, müssen wir auch bereit sein, uns fordern zu lassen. Ist nicht so schwer zu verstehen. Wer wollte in einer Welt leben, wo einer oder eine Partei alles immer besser weiß? Ich nicht. Und nicht die Grünen. Das wäre mein Albtraum, ja? Die anderen natürlich ganz genauso. Aber Argumente auszutauschen, um dann die beste Lösung zu finden, das ist das Wesen und die Stabilität unserer Demokratie. Sie haben mal gesagt und oft gesagt, das Bonmot würde ich es jetzt fast mal nennen, radikal ist das Neue realistisch. Wo werden Sie denn bei all den Kompromissen, die Sie finden müssen, in Regierungsverantwortung radikal bleiben? Naja, wenn man jetzt anschaut, was wir vorhaben und was mir auch vorgeworfen wird, ist ja immer zu viel Radikalität. Also die erneuerbaren Energien in jetzt 8 Jahren auf 80% zu hebeln, radikaler geht's nicht. Wer mehr sagt, also das ist mega ambitioniert, mehr wäre gelogen. Mehr geht einfach nicht und das ist höchste Anstrengung aller Kräfte, Stromnetzausbau zu beschleunigen. Ein reiches Industrieland in Deutschland bis dann in 15 Jahren auf erneuerbare Energien, auch in der Industrie umzustellen. Sagen Sie mir, was radikaler ist im Moment. Also eine ganze Menge Aufgaben, an denen Sie ja arbeiten, das ist schon merklich geworden. Und Sie hatten, das muss man zusagen, nicht die bekannten 100 Tage und dann geht's los, weil eine ganze Menge natürlich schon jetzt auf der Agenda ist. Der Parteivorstand, der wird jetzt neu gewählt. Morgen stehen die Wahlen an. Omid Noripur und Ricarda Lang werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihre neuen Parteivorsitzenden. Was wünschen Sie sich in der Zusammenarbeit mit der neuen Parteiführung? Dann kommt es ja darauf an, zwischen Regierung, zwischen Fraktion, zwischen Partei, eben genau das auch auszuhandeln, worum es den Grünen geht mit ihren politischen Zielen. Also es ist in der Regel schwieriger und auch undankbarer, Parteivorsitzender während einer Regierungszeit zu sein, weil man eben nicht in der Regierung ist. Und es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Die eine ist, wir sind die Kontrolleure der Regierung. Das ist die unfruchtbare Art. Dann kommt man sich immer ins Gehege. Irgendeiner sagt immer, aber hier im Wahlprogramm steht. Und dann sage ich, ja, aber das steht da im Wahlprogramm, aber das passt leider nicht zur Wirklichkeit. Und dann wird man irgendwie ungeduldig miteinander. Die andere Art ist zu sagen, konzentriert euch auf die Regierung. Wir machen das, was darüber hinausweist. Wir denken über die nächsten Schritte nach. Wir schreiben das Programm, das Grundsatzprogramm, das Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode. Und dann ist es eine super Aufgabenteilung. Dazu kommt natürlich die Übersetzung von Politik in Gesellschaft. Dafür sind Parteien ja auch da. Und auch das werden die beiden, wenn sie denn gewählt werden, glänzend machen. Sagt Robert Habeck, der Vizekanzler und der Bundeswirtschafts- und Klimaminister. Ich sage herzlichen Dank für diese Ausführung. Und wir werden das natürlich auch weiter beobachten, wie das dann natürlich auch läuft nach diesem Parteitag. Herzlichen Dank. Ich danke.